Hallo, ihr Durchgelutschten, hier sind wir wieder bei Play Sample und weiter geht es mit unserem Big Ben. So, ich habe jetzt wieder vorgebaut, damit ich nicht gleich wieder irgendwie hängen bleibe. So wird es aussehen, ne? Und dann gehen wir an die Spitze und dann Ding ist das Ding fertig und dann geht es sofort weiter. So, check, check, geht das bei mir so, ne? Eingucken und dann ist das, steht das Ding. Ich habe eure Nachrichten auch wieder gelesen. Einer möchte McDonald's haben, der andere möchte ein modernes Haus haben. Boah, ich muss. Und hier, Frederik. Ich weiß jetzt Bescheid, WrestleMania Arena. Ja, schreibt das doch nicht mal da rein. Ich hab's geschnallt. Ne? Ich hab's mir gestern auch angeguckt. Also ist ja nur. So, WrestleMania Arena, das ist. Baue ich auch mit dem linken Arschback. So, wir machen aber erstmal mit dem Big Ben. Ne? Alle warten auf Big Ben. So, wir machen hier zwei Steine. Das heißt hier, warte mal, wir machen hier, gucken wir mal. Eins, zwei. Und die ziehen wir komplett. Erstmal zwei, so. Zwei zieht er erst komplett einmal rüber. Und dann zieht er noch einen drüber. Also drei. Ha? Ne, so bin ich. So, drei Steine ziehen wir jetzt rüber. Hier eins, zwei, drei. Und dann werden die komplett drüber gejodelt. Ich gucke eben auf die Uhr, nicht, dass ich über die Zeit wieder gehe. Das ein halbes Jahr wieder dauert. So. Dann ziehen wir das komplett erstmal hier zu. Drei Steinchen. Und den Big Ben werden wir heute auch zukriegen. Ich gucken, das andere ist ja nur die Spitze gleich. Und dann check ding, ist das Ding. Steht da. Und dann könnt ihr. Und einen Eingang baue ich auch noch. Tut mir leid, dass ich den jetzt nicht vorher gebaut habe. Warum soll man den intern ausbauen, wenn wir keinen Eingang haben? Es ist ja auch nicht schwer, eine Tür eben reinzubauen. Aber ich baue euch eine Tür rein, damit ihr wisst, da ist der Eingang. Müssen nur sagen, mit Licht, ohne Licht. So, jetzt machen wir erstmal hier. Wenn. Die Ecke, ne, biet nach oben, 7 Steine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Steine, das heißt hier eine Ecke, beim dritten, 1, 2, 3 und dann tack dahin, dass es hier ein Zweier ist und da ein Zweier entsteht. Hier wird das drauf gebaut, das bedeutet die Ecke, zack, dahin hin, so dass zwei Stück immer jeweils da sind. So, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das geht jetzt schnell, rucki-zucki, so schnell können wir gar nicht gucken. Dann ziehen wir den komplett durch. Hier habe ich auch schon vorgebaut, ne? Zack, nach oben. Und dann ziehen wir den auch hier durch. Nur nochmal auf Ruhe gucken. Und dann muss ich wieder selber vor das bauen und dann kommt die Spitze und dann zack steht das Ding da und innen drinne könnt ihr ja selber rumpopeln, ist ja nur Treppe machen und so. Die Glocke mache ich da nicht rein, das ist uninteressant, es latscht ja keiner nach oben und sagt, ey, wo ist denn die Glocke, ja. So, jetzt haben wir das gemacht, so sieht es aus. Die habe ich natürlich vorgebaut, aber wir wollen das hier noch mal mitkriegen. So, dann jetzt machen wir ein Stein freilassen, dann ein Stein dahin. Ein Stein freilassen, ein Stein dahin. So, die zieht dann nach oben. So, klick. Den. Und dann hier das gleiche. Ein Stein freilassen, ein Stein hin, ein freilassen, ein Stein hin. So, jetzt nach oben wieder. Und dann hier hinten natürlich wieder zumachen. Dass das dann wieder so aussieht. Dann gehen wir wieder auf der anderen Seite. Pick. Und dann wieder das gleiche. Bin hier irgendwo hängen geblieben? Ach, da. So, das haben wir gemacht. Und dann machen wir zwei Steine. Eins, zwei, ein dahin. Eins, zwei, ein dahin. Eins, zwei, ein dahin. So, jetzt haben wir drei Fenster gemacht. Dann geht der auf der anderen Seite. Muss ja die Mitte wieder treffen. 1, 2, tack. 1, 2, tick. 1, 2, tick. Und das ist die Mitte. Das sind drei Steine und da machen wir einfach nur einen in der Mitte noch hin. Das ziehen wir dann auch nach oben wieder. Und da kommen keine Fenster rein, das bleibt offen. Ich glaube, da ist die Glocke drin, ne? Oder? Zack. So. So sieht das jetzt aus. 7 Steine. Und dann jodeln wir einen noch hier überall hin.
vorher machen können, aber ich mache so, ne? So, das habt ihr gemacht. Und dann natürlich unsere Treppe, damit die Fensterchen da so reinkommen. Wieder so einen dahin, einen dorthin und immer so weiter. Zack. So. Ja, da müssen wir keinen hin machen, wo die einzelnen sind, da machen wir keinen hin. Nur da, wo die Fensterchen sind, da. Und hier war auch nichts. So, dann habe ich hier einen Stein hingemacht, damit das die Höhe einigermaßen passt. So. Okay, zack, haben wir gemacht. Dann Gitter, Netherzaun, einen Stein, einen dahin. Und dann von oben einen Stein freilassen und dann einen dahin jodeln. Fertig. Und dann auf der anderen Seite auch. Zack, zack. Zack, zack. Und dann ist das Ding schon soweit so gut gemacht, ne? Und dann müssen wir noch hier natürlich hier so ein Zäunchen wieder hinmachen. Hier natürlich nicht. Nur da, wo es offen ist. So, jetzt habe ich das gemacht. Na, jetzt habe ich jetzt. Rucki-zucki ging das jetzt wie so ein Blitzschlag, ne? So, drei Steine mache ich jetzt eben schnell hier auch, damit wir hier eine Seite schon haben. Ja, kann ich das euch eben zeigen, wie wir das gleich weitermachen mit dem Dach. Hier eben ganz schnell auf die Schnelle. Ist immer gut, wenn ich vorgebaut habe, ne? Dann geht das immer rucki-zucki. Sollte ich mal öfters machen, ne? Sonst habe ich immer Let's Play, mache ich dann so, baue ich dann. Hab aber nicht groß vorgebaut und dann komme ich immer durcheinander und dann baue ich erst und dann kaue ich da wie so ein Kaugummi immer drauf rum. Das, ich glaube, das müsste ich, habe ich am Anfang immer gemacht und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Aber das geht dann viel schneller, ey, wenn ich das vorbaue. Naja, man lernt ja nie aus. Ihr seht ja bei den anderen Let's Plays, zum Beispiel Kölner Dom, ne, Kölner Dom, wer ist das? Eiffelturm, der ist natürlich echt in die Hose gegangen. Das tut mir leid, aber es sind die Anfangszeiten. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass so viele Leute sich das angucken. Ich habe das nur so mal so gebaut. Und dann kamen immer welche dazu. Ich bin immer überlegen, soll ich durchgelutscht sagen? Ist das für euch eine Beleidigung? Ich bin mir überlegen, ich will. Weiß ich nicht. Einer sagt, ey, das ist der Markenzeichen, mein Arbeitskollege. Aber ich weiß ja nicht. Wenn ich überlege, meine Videos haben fast 700.000 Klicks und das bleiben nur 4.000 noch was kleben. Ich schätze mal, die Leute sind immer beleidigt, wenn ich sage, hallo, ihr Durchgelutschten. Aber was soll ich denn machen? Ist doch Spaß, ey. Man kann doch ein bisschen über sich selber lachen, ne, oder? Na egal, dann ist das die feine Auslese. Die Leute, die bei mir auf dem Kanal sind, die verstehen den Spaß. Und der Rest, der ist beleidigt, dann hat er Pech gehabt. Dann kriegt er solche Klamotten nicht. Oder die gucken dann heimlich so. Ich abonniere dich nicht, aber ab und zu gucke ich mal drauf und baue das nach. Nee. So, jetzt hier. Ganz schnell und Netherzaun wieder ein hin, zack und dann wieder hier. Ah, habe ich natürlich hier vergessen, aber ihr seht ja, das ist ja eigentlich rucki-zucki gemacht. Hier die Mitte, das ist ja Kinderkacke. So, hier wieder und dann sind wir da. Okay, das haben wir gemacht und dann kommt zack ein Stein dahin. Warte, den muss ich wegmachen. Und dann müssen wir ja hier, wo der eine Stein ist, da machen wir, jodeln wir einen Zaun drauf. Achso, das habe ich vergessen. So, jetzt müssen wir noch ein Dings machen. Hier so ein Podest. Das kommt dahin. Eine Treppe, andersrum. Das ziehen wir auch einmal so einmal rum. So, das haben wir gemacht. Oh, da kann ich auch schon machen. So, dann mache ich nachher. Dann baue ich das aus. So, dann sind wir so, sehen wir genau aus. Ja, alles klar. So. Okay. So, dann habe ich einen Stein dahin gemacht noch. Davor, also hier ist das Podest. Ach so, auf dem Podest habe ich das gemacht. Entschuldigung. Seht ihr? Auf dem Podest, was wir gemacht haben, da kommt die Treppe hin. Der Zaun hin. Auf dem Podest, was wir darüber gerodelt haben jetzt gerade. Da kommt der Zaun hin. Nicht, dass ich mich hier jetzt wieder verbohre. Da kommt der Zaun hin. Einmal rum, bitte. Einmal rum, Wulewu. So, jetzt aber machen wir dann jetzt einen Stein dahin. Da, wo der Stein ist. Da ist der Stein. Ah, ist ja der Stein. Ha!
So, weil wir müssen jetzt genau da, wo der Streifen ist, haben wir ja auch einen Streifen, ja genau, da ist ja ein Stein und da jodeln wir jetzt die Steinstufe hin. Genau davor, so, zack. Steinstufe. Das sind 3x4, 3x3 und 2x2. Muss ich mal gucken. Wir machen jetzt erstmal hier einmal so rum. Also jetzt ziehe ich mir erstmal noch ein bisschen Speedy Gonzales rein, damit das noch ein bisschen schneller geht. Let's Play in Schnellformat. Ah, jetzt regnet es schon wieder. So, dann hier vier Stüfchen machen. Komm hier, zack. Und dann die Spitze, das mache ich heute auch noch fertig. Die Spitze ist ja nichts mehr gravieren, das heißt einmal so check, boom, ding. Ist die Spitze fertig. Aber das mal nachher. Ich bin jetzt gerade von der Arbeit gekommen. Kaffee trinken, essen, duschen. Dann gucken. Nachher lade ich das vielleicht noch hoch, aber dann wird dann später. Müssen vielleicht auch andere von euch schon Bubu machen. Ne? Schule ist. Und ich bin dann noch, jodel noch einen drauf. So, vier Stück. Und dann nochmal vier Stück, aber dann so versetzt. Das heißt, hier einen hin, einer drauf. Also so, einen dahin, einer drauf. Und das ist dann das Maß. So, einen davor, einer drüber. Und das viermal. So, jetzt machen wir hier. Müssen wir gucken hier. So, nochmal von da aus. Vier Stück hoch. Zack, zack geht das hier. Ja, und dann zeige ich euch, wie man eine Tür reinbaut. Ne? Ich will dich ja nicht ärgern. Ich weiß den Abonnenten nicht mehr. Ich will dich nicht ärgern, das ist nur Spaß, okay? Nicht sauber sein, wenn ich ab und zu mal so sarkastisch wirke. Es sei denn, ihr fragt mich, ist so bescheuert. Baust du auch mal eine Stadt? Ich habe deswegen auch bestimmt ein Dislike gekriegt. Drei Stück schon, ey. Meine Fresse, muss ich mich ein bisschen zurückhalten und ein bisschen Arsch küssen, so. Aber was will man machen? Was soll ich machen? Ich bin nicht an wie die anderen YouTuber, die jedes Mal da den Leuten erst den Popo küssen müssen. Und wenn die irgendwas sagen, das kann ich nicht sagen. Egal, auf jeden Fall, so ist das halt, ne? So, vier Stück. Und hier mit euren Vorschlägen, ich bin dabei. Ich kann aber, ich bin nicht hier Superman in Minecraft. So, drei Dreier. Habe ich hier zu viel gemacht. So, drei Dreier. Ah, jetzt mache ich das mal weg. Das habe ich hier. Drei Dreier. So, wieder. So, das waren jetzt 3x4. 1, 2, 3. Okay, jetzt kommen drei Dreier. Nochmal, zack. Jetzt mache ich nur die Ecke. Und ihr müsst mir ein bisschen Zeit lassen. Ich muss erstmal die anderen Leute ein bisschen zufriedenstellen, die den Kölner Dom gebaut haben. Die denken sich auch, ich bin völlig von der Rolle. Und das war jetzt hier, der Big Ben war so ein Bonbon, weil das ist ja nichts Schwieriges. Aber ich hatte keine Lust und dann habe ich gesagt, komm, mache ich als Bonbon, weil ich ja ein paar Tage nichts gemacht habe, den Big Ben. Ihr seht ja, der ist rucki zucki, 5 Folgen und zack, boom, steht das Ding. Und euch geht einer flöten. So, 833er. Ey, meine Fresse. Jetzt quatsche ich mich hier zu mit euch. Komme hier nicht mehr klar. So, zack, zack, zack. Ich registriere das ja alles, was ihr schreibt. Ist ja nicht so, dass ich. Gut, manchmal antworte ich nicht. Dafür gibt es ja, ich antworte euch, antworte mir. Ansonsten, ich registriere das schon. WrestleMania habe ich mir gestern angeguckt. Ja, ne, so. Wer es mag, ne? Jetzt kam ja schon öfters WrestleMania, ne? Eigentlich auch nicht weltbewegendes. Und McDonald's kam schon wieder. Dann kam modernes Haus mit Swimmingpool. So, drei Dreier. Und zwei haben wir jetzt. Und dann kommt hier noch einer drauf. Und dann haben wir jetzt schon wieder die Zeit gleich überschritten, ne, oder? Aber wir müssen jetzt erstmal hier bauen.
Drei Dreier, also zwei haben wir schon und dann machen wir noch einen Dreier. Einen da hinten. Yep. So, hier. Wir können auch Klötze nehmen, aber die kleinen Stufen sehen interessanter aus, als würde ich da solche fetten Klötze da reinmachen. So, jetzt aber. Nächste Reihe. Erstmal noch keine drei, ne? So, Dreier. So, jetzt muss ich eben gucken, das Maß. So, jetzt machen wir noch drei Zweier. Das muss so ein bisschen kleiner werden. Drei Zweier. Feuer, 1, 2 und warte mal, was ist jetzt 3? Ne, einer war das so. Und noch einer dahin. Und dann noch mal ein Zack. Gucke ich mal noch mal, wenn das so geht, ja, passt. Dann geht das noch so klein, das ist okay. Das lassen wir jetzt so. Check. So muss es aussehen. Das könnt ihr jetzt mal erstmal jodeln. Ich muss das auch jetzt erstmal zujodeln, ne? Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge bei Play Simple. Denkt dran, die bleiben offen. Hier muss ich noch Dings machen. Holz. Zu. So, die bleiben offen. So, da habt ihr jetzt verstanden, wie das geht, ne? Hier hinten alles zumachen, zack. Und dann den Tour ersten, kann man sagen, das erste Dach. Dann kommt da noch ein kleines Dings da drauf und die Spitze und dann pick ist der Kölner Dom fertig. Und dann sind wir alle stolz da drauf, ne? Oder? Ja, das ist der Kölner Dom fertig. So sieht's aus. So, dann machen wir hier noch. Bevor ich jetzt aufhöre, mache ich noch hier, kommt da in der Ecke 1. So, hier ist der Zaun, dann 1, 2, 3, 4. Muss ich eben gucken. 4. Wie hoch ist das denn da beim Kölner Dom? Warte mal. Ach, Kölner Dom, beim Big Ben. Auch nicht so hoch. Dann machen wir 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Und dann an der Spitze kommt dann eine Fackelchen. Fackelchen drauf. Ding. So. Ganz einfach. 4 Stück. Da ist einer. So, 1, 2, 3, 4. Und dann Ding. So, habe ich jetzt gleich die Maß genommen? Ja, ne? Warte, gucke ich mal. Ey, 5, 4 habe ich gesagt. Boah, jetzt ist es peinlich wieder natürlich, ne? Komm nochmal, ey. Ach ja, der zählt ja nicht mit. Darum habe ich ja so gezählt. Okay, vom Zaun aus habe ich gesagt 4 Stück. 1, 2, 3, 4. So, vom Zaun aus 4 Stück. Insgesamt sind es dann 5. So, das war jetzt mein Fehler wieder. So passt es. So, jetzt baut ihr das zu, so wie es euch gezeigt hat, ne? Gezeigt hat. Das ist ein Deutsch wieder. Gezeigt habe. So baut ihr das. Und dann machen wir nur noch die Spitze und dann habt ihr euren Big Ben und dann Jack, boom, fertig geht's sofort weiter mit den anderen Sachen, damit ich die fertig kriege. Und dann, ne? Sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge und dann geht's voll ab wieder, wie ein Flummi. Also viel Spaß beim Bauen und den Rest mache ich heute und dann tschakiu, lade ich heute auch noch hoch, aber das wird spät. Da seid ihr ja schon alle am Bubu machen, weil morgen Schule ist, wie ich schon sagte. Und dann könnt ihr morgen aufstehen. Oder vielleicht krank machen und sagen, nee, mir geht's nicht gut, ich will unbedingt die Spitze fertig kriegen. Also, wir sehen uns wieder bei Play Sample und dann geht's weiter mit unserem Big Band.